Hast du jemals darüber nachgedacht, wie Polen einen großen Teil des ehemaligen Deutschen Reiches besitzen konnte? Nun, zwischen Deutschland, Polen und der Tschechischen Republik liegt ein großer Landstrich, der in beiden Weltkriegen eine wichtige Rolle spielte und eine einzigartige und lebendige Kombination aus Kultur und Erbe hervorbrachte, die bis zum heutigen Tag fortbesteht. Als sich der Erste Weltkrieg dem Ende zuneigte und der Versailler Vertrag in Kraft trat, glaubten viele, dass endlich Friedenszeiten angebrochen seien. Während dies für den Rest der Welt zutraf, braute sich in Schlesien Unruhe zusammen. Eine Zivilisation schrie nach Veränderung und mit nicht nur einem, sondern drei Aufständen zwischen 1919 und 1921 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der größte Teil Schlesiens Teil Polens. Aber warum? Heute machen wir uns auf eine unglaubliche Reise in die Vergangenheit, auf der wir das uralte Erbe Schlesiens erforschen und herausfinden, warum dieses alte Stück Land, das früher zum Deutschen Reich gehörte, heute Teil Polens ist und warum das wichtig ist. Bevor wir uns der Neuzeit zuwenden, müssen wir uns ansehen, was Schlesien ist und wie es überhaupt zu einem wichtigen Teil des Deutschen Reiches wurde. Schlesien hat nämlich eine reiche Geschichte, die bis ins 4. Jahrhundert vor Christus zurückreicht. Damals entdeckten die Kelten Schlesien und siedelten sich in der Region um den Berg Slessa an, der in der Nähe des heutigen Breslau, Olava und Strzelin liegt. Aber auch die Germanen fanden schließlich ihren Weg in die Region und wurden im 1. Jahrhundert offiziell als Siedler erwähnt. Später, im 7. Jahrhundert, kamen auch Westslawen und Lechiten in die Region und im 9. Jahrhundert hatte jeder sein Stück Land besiedelt. Doch bereits im 10. Jahrhundert entwickelte sich ein polnischer Staat, der vor allem das Gebiet nördlich des Baritschflusses besetzte, zu einer mächtigen Kraft. Erst unter der Herrschaft von Mieszko I. aus der Herrscherfamilie der Piasten wurde Schlesien in den etablierten polnischen Staat eingegliedert. Aber für dieses kleine Gebiet und seine Bewohner war die Invasion und Besetzung nie etwas, das aufhören sollte. Bereits 1017 mussten die Polen die erste deutsche Invasion abwehren, was ihnen auch gelang. Dies sollte jedoch nur der Anfang sein, denn die ständigen deutschen Angriffe führten schließlich zur Zersplitterung des polnischen Staates im Jahr 1109. Mit der Zersplitterung des Landes wurde es in viele kleinere Herzogtümer aufgeteilt, wobei Schlesien unter die Herrschaft verschiedener schlesischer Herzöge kam. Während dieser Zeit und der Besatzung durch das Heilige Römische Reich kam es auch zu einer starken Einwanderung aus den deutschsprachigen Ländern, die ihre Kultur und ethnischen Einflüsse mitbrachten. Doch nur zwei Jahrhunderte später waren es die Mongolen, die in Polen eindrangen und Panik und Flucht auslösten. Doch die Deutschen und Polen unter der Führung von Herzog Heinrich dem Frommen besiegten die Mongolen in der Schlacht bei Liegnitz und brachten wieder etwas Ordnung in die Region. Aber es war vielleicht einer der verheerendsten Kriege des Mittelalters, der so tiefgreifende Auswirkungen auf Schlesien hatte. In einem Krieg, der zur Sicherung der Religionsfreiheit geführt wurde, schlossen sich viele protestantische Nationen zusammen, um gegen Kaiser Ferdinand zu kämpfen, der versuchte, den Katholizismus in ganz Mitteleuropa durchzusetzen. Der Krieg dauerte von 1618 bis 1648 und führte zu einer Konfrontation zwischen England, Dänemark, Schweden und den Niederlanden und Spanien, Österreich und dem Deutschen Reich. Auch wenn Schlesien nie das Hauptziel des Krieges war, so war es doch zu einem wichtigen Teil des Deutschen Reiches geworden, was zahlreiche Angriffe und Überfälle auf dieses Gebiet zur Folge hatte. Am Ende des Krieges fiel es jedoch allein an die böhmische Krone und läutete damit eine Zeit der Stabilität von 1635 bis 1742 ein. Doch die Preußen waren auf dem Vormarsch. Nachdem Schlesien wieder unter böhmische Kontrolle geraten war, dauerte es nicht lange, bis zahlreiche Invasionen das Land auseinanderrissen. Schließlich wurde Schlesien von fast allen benachbarten Mächten erobert und schließlich im österreichischen Erbfolgekrieg von König Friedrich II. Von Preußen eingenommen. Bis 1815 wurde Schlesien zur preußischen Provinz Schlesien. Nach dem Fall Preußens wurde es jedoch 1871 offiziell zum Deutschen Reich erklärt und die schlesische Hauptstadt Breslau wurde zu einer der größten Städte Deutschlands und zu einem der angesagtesten Touristenziele der damaligen Zeit. Der moderne politische Krieg und die zahlreichen Aufstände sollten Schlesien zu dem machen, was es heute ist. Der Erste Weltkrieg war eine der verheerendsten Zeiten des 20. Jahrhunderts. Als er zu Ende war, hatten die Deutschen überall auf der Welt Gebiete verloren. Oberschlesien war jedoch offiziell weder unter polnischer noch unter deutscher Kontrolle. Dies führte dazu, dass sich beide Seiten dieses große Gebiet streitig machten.
Der Völkerbund organisierte ein Plebiszit, das heißt eine Abstimmung, bei der sich die Bevölkerung Schlesiens entweder für Deutschland oder für die Zweite Polnische Republik entscheiden konnte. Die Deutschen gewannen mit 60% zu 40% die Abstimmung. Leider kam dieses Ergebnis nicht bei allen gut an, sodass es zu zahlreichen Aufständen kam. Um das Volk endlich zufriedenzustellen, entschied der dritte Aufstand, dass der östlichste Teil Oberschlesiens, zu dem auch Katowice gehört, den Polen zugesprochen werden sollte. Der Grund dafür war die mehrheitlich polnische Volkszugehörigkeit. Der übrige Teil Schlesiens wurde in die Provinzen Oberschlesien und Niederschlesien aufgeteilt, die unter deutschem Einfluss bleiben. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass der König von Preußen bzw. jetzt Österreich immer noch eine bedeutende Kontrolle über bestimmte Gebiete hatte. Dieses Gebiet wurde als Österreichisch-Schlesien bezeichnet. Es wurde jedoch festgelegt, dass auch dieses Gebiet zwischen der Tschechoslowakei und Polen aufgeteilt werden sollte, wobei das tschechische Schlesien und Sitschün schließlich zu Provinzen zwischen den beiden Ländern wurden. Doch der Krieg war in den 1920er Jahren noch nicht zu Ende und ein weiterer Krieg drohte. Der Zweite Weltkrieg wurde zu einem Schlüsselerlebnis in der Geschichte Schlesiens, denn die von Polen besetzten Gebiete wurden 1939 als erste angegriffen. Hitler wollte das oberschlesische Gebiet besetzen und die Judenvernichtung sollte auch in dieser Region beginnen. Mehr als 2000 polnische Intellektuelle, Politiker und Geschäftsleute aus dieser Region wurden bis zum Kriegsende ermordet und zahlreiche Menschen kamen in Konzentrationslager. Schlesien wurde während des Krieges zu einem Kriegszentrum, in dem zahlreiche Konzentrationslager eingerichtet wurden, in denen Experimente an entführten polnischen Kindern durchgeführt wurden. Nach der Besetzung Tschechisch-Schlesiens errichteten die Deutschen auch das berüchtigte Vernichtungslager Auschwitz, das zum Synonym für die Nazi-Herrschaft wurde. Als der Krieg zu Ende war, herrschte in Schlesien endlich Frieden und die Region wurde stabilisiert. Nach dem Krieg schuf die polnische Vereinigte Arbeiterpartei ein Ministerium für wiedergewonnene Gebiete, das dazu führte, dass etwa die Hälfte des Ackerlandes von den Deutschen zurückgewonnen wurde. Zwischen 1945 und 1999 waren zahlreiche Verwaltungen an die Macht gekommen, die jeweils ihre eigenen Vorstellungen hatten. Das Gebiet Schlesiens fiel jedoch größtenteils unter polnische Herrschaft und wurde in die Woiwodschaft Lebuserland, die Woiwodschaft Niederschlesien, die Woiwodschaft Opoje und die Woiwodschaft Schlesien aufgeteilt. Tschechisch-Schlesien wurde offiziell Teil der Tschechischen Republik und gehörte schließlich zur Mährisch-Schlesischen Region. Für die Deutschen blieb die Region Schlesien-Lausitz, die sich westlich der Neiße befindet, erhalten. Sie ist auch heute noch Teil des Bundeslandes Sachsen. Diese Teilung sollte schließlich die Kontrolle über Schlesien, wie wir es heute kennen, bestimmen. Da die Region heute in zahlreiche Provinzen aufgeteilt ist, die größtenteils von Polen regiert werden, hat sie zahlreiche Veränderungen erfahren. Viele alte architektonische Bauwerke sind noch zu sehen und die Kultur ist heute mehr denn je polnisch geprägt. In der polnischen Region ist es zu einem touristischen Hotspot für diejenigen geworden, die nicht die großen Metropolen wie Krakau und Danzig besuchen wollen, aber Schlesien steht ihnen in nichts nach. Das Mittelgebirge der Sudeten ist ein großartiges Reiseziel und in der Region gibt es zahlreiche Schlösser und Denkmäler, die im Laufe der Jahre erhalten geblieben sind. Heutzutage kann man verschiedene Architekturen besichtigen und auch Schnellzüge verbinden die Region. Aufgrund seiner zentralen geografischen Lage ist es oft ein Drehkreuz für den Start einer Europareise und bietet direkte Verbindungen zu Ländern wie Deutschland und der Tschechischen Republik. Angesichts einer so langen Geschichte und zahlreicher Kriege ist es überraschend, dass Schlesien ein so blühender Teil der alten Geschichte ist. Es spielt immer noch eine sehr wichtige Rolle in Polen und ist in jedem Fall eine Reise wert.